Erster Satz. Ja. Drei und. Ja, und so weiter. Gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir mehr nach vorne kommen. Das ist ein bisschen zu langsam und zu sehr auf der Stelle getreten. Könnt ihr dom, tja, da, dom, ja, da, dom, bum, 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 bum. Viel Bewegung da drin haben, dass es nie auf der Stelle tritt. Noch einmal. Ja. Wir haben im letzten Video gesehen, wie wichtig es ist, eine Verbindung herzustellen zwischen der Emotionalität, die sich in der Musik selbst befindet, und dem, was dann im Rahmen des Erarbeitens eines Stückes sich in Tönen herausarbeiten lässt. Zu den einzelnen Aspekten, die jetzt notwendig sind, gehört ganz wesentlich die Frage nach der musikalischen Zeit oder nach der Zeitgestaltung, die eigentlich so etwas wie der Kern dessen ist, was Musik überhaupt ausmacht. Aus dem Grunde als erstes die Frage an Gerhard: Wäre es nicht das Schönste eigentlich für uns als Musiker, wenn wir originale Metronomenangaben gehabt hätten, wie alte Musik auszuführen ist? Ideell haben wir die sogar zum Teil. Also die meiste Musik bezieht sich für die Menschen damals mit dem, was sie messen können, auf die Uhr. Sie hatten große Pendeluhren, das konnte man rund um die Uhr hören, das ging ins Unterbewusstsein. Das andere war der Herzschlag, von dem Quanz spricht und mit dem er auch Musik in ihrem Tempo beschreibt. Er sagt dann, auf ein Viertel kommen zwei Herzschläge oder was auch immer. Und er sagt, das sind 80 Schläge pro Minute. Wir haben dann 60 und 80 als Grundeinheiten der musikalischen Bewegung, und darauf kann man mit Umrechnung, Verdopplung, Halbieren und so weiter fast alle Tempi relativ gut finden. Das heißt, es steht tempomäßig alles in einer Proportion zueinander? Mehr oder weniger. Das hängt immer vom Affekt ab. Wenn der Affekt sehr außergewöhnlich ist, dann gelten alle diese Dinge nicht. Dann spielt man entweder viel schneller, weil man rasend ist und sowas. Da gibt es keine Proportionsfragen mehr, sondern man verlässt die Etikette und das, was höflich ist. Höflich kommt ja auch von Hof, von höfig. Und dann wird man sozusagen ja fast asozial. Oder man bleibt in dem Rahmen, wo alles irgendwie ausgewogen ist und am Ende den Zuhörer temperiert, ausgeglichen zurücklassen möchte. Es fällt ja auf, dass du am Anfang des Films über die Probe darauf verweist, das war jetzt zu langsam. Woher nimmst du diesen Satz? Das kann viele Gründe haben. Es muss nicht das Tempo sein, es kann auch die innere Bewegung sein, dass man zu kurzfristig denkt und auf der Stelle tritt und dann hat man das Gefühl, es läuft nicht. Dazu gibt es eine extrem wichtige Aussage über Takt und Bewegung von einem Gambisten, Jean Rousseau. Der hat auch eine Gesangsschule in Paris geschrieben und das hat Matheson 1739 auf Deutsch übersetzt. Und er schreibt, es gibt einen Unterschied zwischen Takt und Bewegung und wer den Unterschied nicht versteht, weiß nichts über Musik. Das ist eine sehr ernste Aussage, an der wir heute noch viel nachdenken könnten. Er sagt, das eine ist die Weltzeit, die sich nicht ändert, sage ich jetzt mit meinen Worten. Die Welt tickt einfach, wie sie tickt und das geht immer weiter, ganz egal, was ich will. Das ist die Uhr und das ist Mesure, der Takt. Und dann gibt es noch Mouvement, die Bewegung. Und das ist meine innere Bewegung, wie ich die Zeit empfinde. Und die kann langsamer oder schneller sein. Eine Stunde kann wie 10 Stunden wirken oder wie eine Sekunde. Und das in Musik in Verbindung zu bringen, das allgemeine Tempo, was sowieso läuft, und meine Bewegung dazu. Ob ich mache bam, 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 bam oder bam, 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 das ist sofort ein anderes Bewegungsgefühl. Und idealerweise wäre es sogar so, dass in jeder Stimme im Orchester eine andere Zeitvorstellung ist und trotzdem bleibt alles auf dem Grundmetrum. Das ist im 18. Jahrhundert die deutlichste Aussage in unglaublich vielen Büchern, dass Musik absolut im Tempo zu sein hat. Es ist eher auffällig, dass genau das, was du jetzt beschreibst, in der Probe auch deutlich geworden ist. Bei den Wiederholungen oder bei den Verbesserungen hat sich ja nicht wirklich das Tempo geändert. Besonders auffällig aber ist für mich die Stelle im zweiten Satz, ganz am Ende im letzten Solo der Blockflöte, bei der Blockflöte haben wir ja eine Solostimme, die gleichzeitig synkopierend ist.
Und du weist die Musiker auf eine bestimmte Haltung hin, die sie gegenüber dieser Musik einnehmen sollen. Das heißt, auf der einen Seite die Unterstimme und auf der anderen Seite die Solostimme. Wenn dann in der Blockflöte Synkopen vorkommen. Bam, bam, bam. Das nannte man damals Rückung. Das heißt, man ist verrückt im Takt. Das war eine objektive Beschreibung. Du bist einfach verrückt. Und das kannst du noch mal mit Rubato versehen und noch ein bisschen, als wärst du so leicht im Delirium. Bam, bam, bam. Und ihr bitte nehmt keinerlei Rücksicht darauf. Spielt auch nicht plötzlich, was ist mit der los? Ihr wisst gar nicht, was die macht. Ihr guckt nur, dass das Herz schlägt. Aber was da in der Seele alles stattfindet, selig, kriegen wir nicht mit. Ihr seid nur, könnt höchstens ihr geistiges Denken mitkriegen, aber nicht die Emotionen, die im Schlaf noch irgendwo sind. Das wäre toll, wenn wir das hinkriegen. Nochmal den Einstieg ins Solo, also Takt 11. Und ihr werdet immer schneller und die Pausen werden immer kürzer zwischen den Tönen. Da unbestechlich sein. Dadurch zeichnet sich ein taktvoller Mensch aus, ne? Bei dem es richtig tickt. Daher kommen diese Worte von früher. Und dass euch nichts jagt, sondern eine völlig neutrale Stimmung von euch aus. Ihr nehmt keinerlei, macht keinerlei Zeitveränderung. Und es ist wichtig, dass die Federungen Platz haben. Ne? Wenn ihr nur auf die Töne guckt, bam, bam, wenn ihr produzieren wollt, dann fehlt das Traumelement dazwischen. Ihr könnt das alle. Fangen wir mal Takt 21 an. Das war da, wo wir gerade waren. Ja, und die Solostimme, die wir beschrieben haben als so eine Traumwelt, ist die einzige Position, die diesen Traum darstellt und erlebt. Die Begleiter müssen völlig frei davon sein, die dürfen gar nicht auf diese Ebene gehen. Fast dürfen sie gar nicht wissen, was da stattfindet, sondern sie haben den Idealrhythmus zu spielen für diese Begleitung. Und jemanden, der schläft, sozusagen körperorganisch weiterzutragen, dass er gesund wieder aufwacht und dass alles in sich reguliert ist. Der Herzschlag, wenn wir schlafen, ist ja ganz gleichmäßig, gleichmäßiger, als wenn wir am Tag leben. Und damals hieß auch, begleiten heißt auf keinen Fall zu begleiten, in dem Sinn, dass man einer Oberstimme nachgibt. Die linke Hand am Klavier spielt im Takt, die rechte spielt so frei, wie es möglich ist, das in langsamen Sätzen stärker. Und noch Leopold Mozart schreibt, wenn man einem Solisten nachgibt, zerstört man ihm die Freiheit. Und die Blockflötistin kann gar nicht frei spielen, wenn sie sich nicht darauf verlassen kann, dass der Takt weiterläuft und dass die anderen davon vollkommen unberührt sind. Das ist für einen, der Musik macht und so eine Stimme spielt, unter Umständen sehr schwierig, weil er sich nicht identifizieren kann mit dem, was stattfindet, sondern er hat sozusagen für das Erlebnis der anderen auf eigene Musikalität und so weiter zu verzichten und hat eine bestimmte Bedingung, die in der Gesellschaft nötig ist, zu erfüllen. In diesem Zusammenhang stellt sich aber ja dann die Frage, auch was bedeutet der Begriff des Rubato? Das klingt wie ein Spezialbegriff, ist aber in der Musik ein ganz wesentliches Gestaltungsmittel, nicht erst bei Chopin oder in der Romantik, sondern bereits in der frühen Musik des 17. Jahrhunderts kommt dieses in der italienischen Tradition ja ganz stark hervor. Was bedeutet für dich dann Rubato? Ja, im späten 19. Jahrhundert war es eigentlich Agogik und das war die selbstlegitimierte Freiheit. Ich kann den Rhythmus vollkommen verändern, ich kann das Grundmetrum verlassen, wie es mir gerade ist. Rubato im 18. Jahrhundert, das ist zum ersten Mal bei Tosi beschrieben, heißt, eine Stimme spielt absolut im Takt und die andere kann dann frei spielen. Das ist immer an ein gleichmäßiges, reguliertes Tempo gebunden. Also eine Sache von Notwendigkeit im Bass und einer Freiheit in der Oberstimme. Aber irgendwann muss man ja wieder zusammenkommen.
Ja, das sind die Taktstriche in der Regel. Oder es gibt so Grundtermine, die muss man erfüllen. Das sind im Viervierteltakt meistens die 1 und die 3. Im Dreiertakt sind es einfach die nächste 1. Manchmal geht es auch über 2 Takte hinweg, aber es ist ganz deutlich, wo man wieder zusammenkommen muss. Du hast eben schon gesprochen von dieser grundsätzlichen Haltung des Höflichen und des Höfischen. Für mich stellt sich da natürlich jetzt noch die Frage, die Höfe waren ja musikalisch gesehen ganz unterschiedlich organisiert, ob in Italien oder in Frankreich. Gibt es dort, gerade im Hinblick auch auf die Frage des Rubato, eigentlich Unterschiede zwischen Italien und Frankreich und dann auch unter Umständen noch Deutschland? Ja, sehr. Also das Rubato war sicher am stärksten in Italien. Wir wissen auch von Geminiani zum Beispiel, dass er so stark Rubato spielte, dass er ein ganzes Orchester auseinanderbrachte und dann sieht man, das funktioniert nicht. Das braucht doch wieder, er muss sich dann auch so weit an die Termine richten, sonst geht es nicht. Aber in Italien war die musikalische Qualität in der Ausbildung so gut, man hat Musik von Grund auf gelernt, dann konnte man alles ohne Üben spielen und die Aufführungen fanden in der Regel vom Blatt statt. Alle Opernaufführungen waren prima vista von dem Orchester, nicht von der Bassgruppe, die mit den Sängern und der Regie vorher die Inszenierung quasi vorbereitet hat, aber die Geiger und so weiter kamen zur Premiere, ohne die Noten je gesehen zu haben. Und ein Franzose, der das hörte, François Ragenet, sagte, ich verstehe das nicht, die spielen mindestens so gut, wie wenn wir 3 Monate geübt haben. Und wer das kann, der hat einen ganz anderen Umgang mit Musik, der braucht auch Grundgesetze. Das ist ähnlich wie im Jazz, wo es einfach heißt, erstmal zusammen sein ist alles. Und dafür brauchen wir jemanden, der so einen Groove hat. Und darüber kann man so freispielen, wie es halt möglich ist. Und man kann das auch mal übertreten, wenn man aber irgendwann wieder den Weg hineinfindet. In Frankreich war die Freiheit viel geringer. Da durfte so ein italienisches Rubato gar nicht stattfinden, weil es gegen die Normen ging. Das wäre zu viel Freiheit. Matheson schreibt in einer Fußnote zu Ragenet, der 5 Jahre in Italien war und dann beschreibt, wie der Unterschied in Frankreich und Italien war, sagt, die Freiheit in Europa ist sehr verschieden, am wenigsten bei den Franzosen. Und er sagt, die durch ihre Musik und Regierungsform schrecklich gebunden sind. Da ist ein Musiker ein Lakai, der hat zu gehorchen, der hat das zu machen, was gefordert ist. Und die musikalischen Gesetze werden ständig verändert, damit man sich niemals sicher fühlt. Es gibt in diesem Zusammenhang ja auch noch die Beobachtung, dass die Frage der Betroffenheit ganz unterschiedlich ist. Der Zuhörer in Italien ist in anderer Weise betroffen als der Zuhörer in Frankreich. Absolut. In Frankreich durfte man niemals eine Reaktion mehr zeigen als die des Königs oder des Fürsten, der da ist. Man durfte nicht die Contenance verlieren, man musste immer eine gewisse Haltung einnehmen. Die Oberarme durften nicht vom Körper weg sein, die mussten am Körper sein. Man konnte dann mit den Händen gestikulieren. Die Kleidung war so, dass nur die Hände persönlich waren und das Gesicht. Alles andere war verdeckt und entmenschlicht. Dann hatte man nur noch Gestik und Mimik und wehe, die passte nicht zur Konvention. In Italien war das alles Quatsch, da machte man Musik, wie man das fühlte. Man fühlte sich als Komponist wie ein Fürst und fühlte sich auch ebenbürtig in der Kunst, nicht im Leben.